So, die Aufnahme wieder fürs YouTube. Wie auch alle sicher bewusst ist, steht das Quartalsmeeting vor der Tür. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend, erfordert aber eine sichere Verbindung. Wer teilnehmen möchte, sollte daran denken, rechtzeitig Kontakt zu IT aufzunehmen, um sich zu vergewissern, dass sein Setup sicher ist. Nee, jetzt bin ich eins zu früh raus. Warte mal. Bekanntmachungen. Presse. Public Relation. Wir wissen, dass die Presse in letzter Zeit Kontakt zu mehreren unserer Mitarbeiter aufgenommen hat. Solltet ihr kontaktiert werden, wendet euch bitte an die Public Relation Abteilung, bevor ihr antwortet, um unvorgesehene Folgen zu vermeiden. Was ist das für eine Waffe? Super. Ich bin mit einem Dieb unterwegs. Ach komm, Sarah, jetzt mach doch nicht hier so ein... Macht dann halt hier so einen Aufriss hier. Das kommt uns alles zugute. Hier, guck mal nochmal. Credits gestohlen, nochmal, siehst du. Synapse Alpha verbessert das logische Denken und die Reflexe und damit auch die Fähigkeit zu Problemlösungen. Okay, die nehmen wir auch nochmal mit. Ah, das ist alles hier. Ist das der Surferraum oder was? Alles geschlossen hier. Kommt wieder der Buchhaltung. Aufträge. Jüngste Aufträge mit den Packs. 3 Kisten. 1 Kiste. Antispektrum. OP-Instrumente geliefert. Aufblasbare Dings. Luftschiene. Also nur, das sind nur die Aufträge hier. Munitionskoffer. Ein Tacker könnten wir mitnehmen. Notizbuch. Was ist hier? Das ist nur Waffenkoffer. Das können wir doch alles loswerden irgendwo immer, Sarah. Dafür bist du doch da. So, warte mal. Ich kann auch den Schlüssel verwenden. Den ich nicht habe. Wie war denn das denn nochmal? Leben, wo man arbeitet. Lehrling. Nee, das war der auch nicht. Das könnte aber der hier sein. Nee, insgesamt müssen das 4. Mal den Zweier. Der ist es auch nicht. Wenigstens 2. Warte mal. Was ist denn das für ein Schrottdingen? Also von denen passt wirklich nur der. Oder der, da müssen wir wieder rückgängig machen.
Die passen nicht. Die passen auch nicht. Die passen. Die passen nicht. Die passen aber. Und die Tür ist offen. So. Dann gehen wir mal rein. Und da sitzt jemand. Ich wüsste nicht, ob bei uns. Hydraulikklammer. Was für ein Teil, hm? Wer ist denn das hier? Der Bürger. Der hat doch nichts. Du siehst nicht gut aus. Vielleicht gehst du lieber zu Reliant. Dr. Flynn hilft dir sicher. Ja, das mache ich jetzt auch, glaube ich, weil diese Radioaktivität, die hat mich schon ein bisschen. Kriege ich schon langsam die Krise damit. Hast du die Ryuten-Werbung gesehen? Probier's mir doch mal aus. Einfach mal sehen, wie es ist. Nö. Ich bin beschäftigt. Es gibt keine fleißigere Stadt als Cydonia. Wusstest du, dass Deimos den Großteil der Schiffe für die Lucy Navy baut? Das ist ein extrem lukrativer Großauftrag. Zwischen der Werft und hier zu koordinieren. Was machst du hier? Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining-Division hier in Cydonia. Die Deimos-Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Mhm. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Okay. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten. Unbestritten, sagt sie. Okay, so. Mach's gut. Ich würde das. Oh nein, das war jetzt ein Fehler. Nein, 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 nein. Ach, liebe Leute. Mein lieber Scholli, du, den können wir aber hier ganz getrost, da ist ja nichts. Beim UC Exchange kann man sehr gut Waffen einkaufen. So, und jetzt brauchen wir aber. Den Mars muss man schon mögen. Ja, warte mal. Da ist ja das Abbaugebiet da unten, ne? Wo ist denn die Ärztin nochmal? Die Ärztin. So, die Ärztin. Das ist Exchange. Kann man bei dem was machen? Inhalens bietet auch Leistungen wie Bauchstraffungen und Nasen. Wenn du dich ein wenig frisch machen willst, helfe ich gerne. Hast du denn so viele Kundschaft hier? Da würdest du dich wundern. Es gibt auf dem Mars viele gefährliche Jobs. Mining, Militärausbildung, Produktion. Also gibt es manchmal auch Unfälle.
Da ist es nur logisch, dass auch viele rekonstruktive Operationen nötig sind, wenn die anderen Ärzte und Chirurgen ihre Arbeit getan haben. Die Arbeit in dieser Enhance-Filiale ist vielleicht nicht so glamourös wie in anderen, für die Patienten aber nicht weniger wichtig. Wie gefällt es dir denn das Leben hier auf dem Mars? Ich habe den Job hier angenommen, weil ich dachte, er wäre weniger stressig. Und? Wer braucht denn hier schon plastische Chirurgie, dachte ich mir. Da lag ich gründlich falsch. Es gibt so viele Arbeitsunfälle, dass immer etwas zu tun ist. Narben behandeln, Prothesen anpassen. Ich will weiter für Enhance arbeiten. Aber bis meine Versetzung genehmigt wird und ein Ersatz gefunden ist, sitze ich wohl hier fest. Rekonstruktive Chirurgie ist sehr wichtig und kann noch viel erfüllender sein. Ja, wenn die Leute vorsichtig wählen, bräuchten sie nicht so viele. Tja, andere Leute, andere Vorlieben, ne? Oder? Ich meine, tut mir leid, dass es mich nicht begeistert, Narben wegzulasern oder so. Ich bin einfach Künstler, okay? Ich lebe, um zu erschaffen. Das lässt sich nicht ändern. Okay, so, da haben wir alles hier durch. Ich weiß nicht mehr, wo das war hier. Trade Authority Outposten. UC Office of the Governor. Der Governor hier. Hallo, willst du etwas von Gouverneur Hurst? Ich würde nur gerne mit Ihnen reden, Lügen, ja, und das ist dringend. Ach wie. Dann geh bitte direkt hinein. Er ist gerade nicht beschäftigt. Oh, okay. Ich hätte so oder so mit ihm geredet. Danke. Sehr gern geschehen. Wir müssen ja nicht gleich immer unfreundlich werden. Ach, guten Tag, Gouverneur. Ich bin ungeheuer stolz, Gouverneur der ersten großen UC-Kolonie zu sein. Ah, hallo. Willkommen. Für gewöhnlich habe ich keine Zeit, mit fremden Leuten von der Straße zu reden. Aber wenn es schnell geht, helfe ich. Was kann ich für dich tun? Ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Ich kann deine allgemeinen Fragen zu Cydonia beantworten, aber nichts Politisches. Tut mir leid, aber ich rede grundsätzlich nur mit ausgewählten Journalisten und wichtigen politischen Spendern, die wirklich daran interessiert sind, den Wohlstand auf dem Mars zu sichern. Den Wohlstand deiner Taschen zu sichern, ne? Du kannst mir vertrauen, ich möchte nur deine Meinung zur Politik in Cydonia hören, okay? Ich bin an der Zukunft des Mars interessiert. Wie viel muss ich für ein Gespräch darüber spenden? Tut mir leid, aber das geht nicht. Wenn du noch Fragen zu Cydonia hast, beantworte ich sie gerne. Ansonsten muss ich aber jetzt weitermachen. Tut mir leid, das ist ein Standardschutz gegen die Medien und alle, die mit ihnen reden könnten. Oh, ich könnte den ja wieder, ich kann ja, wie kann man hier denn sonst, was kann man denn sonst hier machen? Cydonia hat nicht viel zu bieten, wenn man sich nicht für die erste große Kolonie der Menschheit abseits der Erde interessiert. Aber wenn du nicht zum Arbeiten hier bist und ein wenig Zeit totschlagen willst, auf der Marsoberfläche kann man toll wandern. Wunderschöne Landschaft, falls man Rottöne mag. Wenn du danach ein bisschen abschalten und das Nachtleben auf dem Mars genießen willst, das Broken Spear ist eine ganz gute Bar hier. Wofür ist denn Cydonia bekannt? Abgesehen davon, dass es die wichtigste Industriestadt für unsere Expansion in der Galaxie ist? Die Deimos Sternenwerft ist hier beheimatet. Die damals den Graf-Antrieb perfektioniert und die Raumfahrt im großen Stil erst ermöglicht hat. Und bis heute liefern unsere Minen und unsere Produktion essentiell wichtige Ressourcen an die gesamten United Colonies. Wir können nicht mit schickeren Städten wie New Atlantis an der Oberfläche mithalten, aber ohne Cydonia gäbe es keine United Colonies. Okay, wie ist es denn, wie ist es denn, vom Mars zu sein? Ich wurde vor ungefähr 20 Jahren zum Gouverneur ernannt.
Ich diene jeden Tag mit vollem Einsatz den fleißigen Menschen auf dem Mars. Ich kümmere mich um sie und ihren Wohlstand. Und sie helfen mir dafür, die United Colonies zu einem leuchtenden Symbol der Hoffnung für die Menschheit zu machen. Wenn du mich fragst, gibt es nichts Besseres. Okay. Gibt es hier für Leute wie mich Arbeit? Da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum. Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Oder du gehst zum Büro der Deimos Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Könnten ihn aber auch 1000 anbieten, ne? Anbieten? Süß, aber das reicht nicht. Wenn du den Preis nicht kennst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Und ich weiß auch nicht, ob ich es von dir annehmen würde. Du Schnösel, du. Auf Wiedersehen. Pass mal auf, ich raub dich jetzt aus hier. Das hättest du nicht nehmen dürfen. Oh ja, das habe ich aber genommen. Das ist jetzt meins, komm. Die Tante rauben wir auch gleich mit. Ach, der Bürger, der kommt jetzt geradewegs hier rein. So, das hätten wir. Wir haben jetzt gespeichert. Wir gehen mal weiter. Also da waren wir, da waren wir. Ich, da hinten in der Ecke, da war ich ja noch nicht. Valentin, ist es hier, das ist die Doktor ja hier. Ich mache nichts anderes, als die Folgen von leicht vermeidbaren Arbeitsunfällen zu korrigieren. Lass mich raten. Du hast dir bei der Arbeit mit einem Cutter aus Versehen den Daumen abgesäbelt. Und ich soll ihn wieder anbringen? Wie, bitte, passiert sowas denn oft? Nein, ich will nur reden. Puh, ein Glück. Du würdest dich wundern. Passiert mindestens zweimal die Woche. Entschuldige. Ich gehe meistens vom Schlimmsten aus, weil fast alle meine Patienten wegen absolut vermeidbaren Unfällen kommen. Ich weiß, Leuten zu helfen ist mein Job und ich mag ihn, aber ein bisschen vorsichtiger könnten sie in den Minen schon sein. Ich bin Dr. Flynn. Was kann ich für dich tun? Erstmal Doktor, wenn wir reden. Wenn wir reden, muss ich erstmal hier hinkommen, sonst ist die Pflanze zwischen uns. Ehrlich, der nächste Miner, der hier reinkommt und mich aus Mangel an Alternativen angräbt, muss sich von Enhanced das Gesicht richten lassen. Ich brauche Hilfe, Doc. Okay, ich untersuche dich geschwind? Wirklich? Deswegen kommst du zu mir? Okay. 400 Credits willst du haben, na gut. Oh, gut. Das dürfte ausnahmsweise mal ein leichter Fall sein. Okay, du kannst gehen. So gut wie neu. Ist alles in Ordnung? Die scheint irgendwas zu nerven. Scheiße, mache ich etwa echt den Eindruck? Naja, bin wohl einfach von der Arbeit genervt. Auf dem blöden Planeten hält sich einfach keiner an einfachste Sicherheitsregeln. Ständig heißt es, Dr. Flynn, mein Arm ist ab oder ich habe Erfrierungen. Wenn das du kann dir ja schon mal vorkommen, oder? Wenn du würdest, dich vernünftig anzuziehen, würdest du nicht deine Finger verlieren, du Idiot. Die ist entschuldige, hart, aber ich würde einfach gerne mal einen grippalen Infekt behandeln, statt immer nur grauenhafte, aber vermeidbare Unfälle. Ja, passiert doch, das ist halt so menschlich, oder nicht? So. Wenn es hier so übel ist, warum machst du dann nicht woanders eine Praxis auf? Weißt du, das sage ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Irgendwann höre ich mal auf mich und mache eine Praxis auf einer schönen, sicheren Welt auf. Ja. Heirate vielleicht jemanden. Ich wäre deutlich glücklicher. Aber ehrlich gesagt ist die Bezahlung der Stress auch weggehen. Und die ganzen Idioten beschäftigen mich gut. Ja. Vielleicht kann ich stattdessen früh in Rente gehen. Wäre eine Möglichkeit, ne? Was machst du, was meinst du, warum es hier so viele Unfälle gibt? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja. Ich habe einige Theorien. Und die sind? Die Ausrüstung soll nicht in bestem Zustand sein. Das ist sicher ein Faktor. Aber ich weiß auch, dass jetzt weiß ich noch, ich muss doch noch den einen Typen da helfen. Weil ihre Boni davon abhängen, wie sehr sie ihre Quoten übertreffen.
Was dazu führt, dass manche Dummköpfe sämtliche Sicherheitsvorkehrungen einfach außer Acht lassen und alles tun, um ein klein wenig mehr Ertrag rauszuquetschen. Oh ja, das ist alles schlecht, ne? Ein einziger Mist. Sicherheit vor der Arbeit. So, ich brauche medizinisches Material. Was hast du denn natürlich da? Natürlich. Wir vielleicht müssen uns nur beeilen, was geben, falls was, ja, reinkommt. Ja, vielleicht kannst du mir was... Alles, zeig mal her. Das ist aber ganz schön teuer. Hilfspaste. Herz. Plus. Medipacks und sowas. Eieieiei. Mach's gut. Was ist, wenn... Ich bin so einer, der... Ja, ja, ja. Doc, Doc. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, falls du mal medizinische Hilfe brauchst, komm wohl jederzeit vorbei. Credits, Doc. UC Security, ah, komm zurück, sofort. Nein. So, nochmal, es muss besser klappen. Ich hätte das nicht vor der Dings da. Dann hätte ich schön die 800 nämlich, guck. 5, 4, na komm her. 2, 1. Halt! Dienstag! Ah, nein, das klappt nicht. Verdammt. Das hätte doch klappt.